Zurück mit euch! Bereit, Zeit zu sterben! Zeit zu sterben! Vorsicht! Kämpft! Einfach mal meine Feuerresistenz, die meiner Jungs sitzt mit dem. Bereit! Oh, ich glaube, höher geht das gar nicht mehr. Nö. Okay. Zurück mit euch! Kämpft! Achtung! Wer weiß da aber gerade, die Dämonenfürsten sind nicht ganz so schlimm wie die. Auf mein Zeichen! Erzteufel? Erzfeuerteufel sogar. Verteidigt euch! Kämpft! Achtung! Vorsicht! Auf mein Kommando! Zeit zu sterben! So. Einer noch. Und dann haben wir den letzten Kampf in der Arena geschafft. Handauflegen ist verfügbar. Kämpft! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! So, den Schlachtruf habe ich mir extra für den letzten Teufel aufgehoben. Auf mein Zeichen! So. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Gut, das heißt, wir gehen hier durch. Und holen uns unsere letzte Belohnung. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. Wie versprochen, hier ist sie. So, Questbuch aktualisiert. Schädelmünze erhalten. Schattenfang erhalten. Niethalfs Wehr erhalten. Gold erhalten. Wir haben wieder so viel Gold gemacht, ey. So, und Spitzerbo können wir nicht mehr reden.
Gut, ich würde sagen, wir gehen einmal unten rum noch mal durch jetzt. Dann können wir uns einmal ein Goblin-Rennen anschauen. Welchen Gobbo nehmen wir denn? Grüner Grimbold. Oh. Tretet näher, Freund, immer heran. Hier erlebt ihr etwas, das habt ihr noch nicht gesehen. Das Rennen der schnellsten Goblins der Welt. Seid dabei, wenn die besten Läufer dieses flinken Volkes hier gegeneinander antreten. Erlebt unglaubliche Siege. Erlangt Reichtümer bei todsicheren Wetten. Werft nur einen Blick auf unsere Favoriten. Sind das nicht prachtvolle Kerlchen? Und ihr solltet die mal laufen sehen. Wann findet dieses Rennen statt? Sobald ihr auf einen unserer Goblin-Läufer gewettet habt, Freund, setzt 500 Gold. Wenn ihr gewinnt, erhaltet ihr das Zehnfache zurück. Auf wen sollte ich denn setzen? Tja, das müsst ihr selbst entscheiden. Es gibt die gelbe, die rote, die braune und die grüne Fraktion. Entscheidet euch. Oder werft erst einen Blick auf die Läufer. Ja, ich setze einfach mal 500 Gold auf grün. Ich setze 500 Gold auf die grüne Fraktion. Vielen Dank für euren Einsatz. Das Rennen wird in Kürze beginnen. Können wir uns einmal ein Gobbo-Rennen angucken? Ja, und da sitzt sie an der Startlinie. Und da geht das Rennen los. Die Läufer kommen an die Bahn. Man kann ihre Anspannung förmlich riechen. Und es beginnt. Läufer, nehmt eure Plätze ein. Bereit und los! Da laufen sie! Sehen Sie nur, meine Damen und Herren, wie die kleinen Kerle alles geben! Ja, irgendwie führt gerade Braun. Noch liegt keiner klar in Führung. Noch ist alles offen. Was sehe ich da? Die braune Fraktion geht in Führung. Ja, der braune Beutling lässt das Feld hinter sich. Ja, der gewinnt. Und geht durchs Ziel. Ein wundervolles Rennen, meine Damen und Herren. Braun, Braun, wer hätte das gedacht? Was für ein Sieg. Ja, das war jetzt aber nur mal ganz kurz. Die 500 Gold. So. Gehen wir nochmal die Händler durch. Bei ihr hatten wir geguckt und haben nichts mehr Besonderes Ja, gefunden. und 500 Goldstücke reicher. Ich liebe diese Rennen. Ja, schön. Doch, Shannas Heilung ist hier. Kaufen. Gut. So, nix, nix, nix. Nichts. Okay. Wie konnten wir Shannas Heilung übersehen? Oder sie hat neue Waren gekriegt. Man kann auch lustigerweise nur einmal bei diesem Rennen antreten. So, sie mal gucken. Bei ihr haben wir zwar, glaube ich, schon mal geguckt, aber scheinbar kriegen sie doch ein paar neue Waren ab und zu mal rein.
Oder ich habe Shannas Heilung einfach komplett übersehen. Nee. Nichts Besonderes bei dir. Er hat ja auch nichts mehr zu verkaufen. Die dumm, die dumm, die dumm. So, er hat. Ist er der neue Händler? Da hat er nichts Besonderes, nur ein paar. Aber er hat Zauber, okay. Aber kein Ring, der ein Set-Ring ist. Sie war auf jeden Fall neu. Hat allerdings auch nichts Besonderes, außer Zauber auf Stufe 20. Okay. Dann bleibt nur noch er hier und dann sind wir durch. Dann können wir in den Knochentempel und dort die Truhen öffnen. Hier sind nur Ringe für schwere und leichte Kriegskunst. Brauchen wir auch nicht unbedingt was. Du hattest eh nur Obstkörbe. Seid gegrüßt, mein Freund. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Bei mir findet ihr das köstlichste Obst auf ganz Xu. Aber am besten ist, dass meine Früchte nicht nur köstlich sind, sie haben auch eine heilende Wirkung. Und das ohne Aufpreis. Heilendes Obst? Ja, da staunt ihr, was? Kommt, kauft etwas. Dann könnt ihr seine wundervolle Wirkung bestaunen. Ein Obstkorb kostet 2000 Gold, zwei Stück kosten 3500. Wie viele wollt ihr haben? 2000 Goldstücke für einen Obstkorb? Und das nennt ihr keinen Aufpreis? Papalapap, wenn ihr da im Staube liegt und blutet, dann kann mein Obst vielleicht die Heilung geben, die ihr dringend benötigt. Ist euch euer Leben keine 2000 Goldstücke wert? Ich werde es mir überlegen. Lebt wohl. Beehrt mich bald wieder! Ja, der bringt uns ja nichts mehr. Jetzt bleibst noch du. So, gucken wir mal. Schild. Nee. Ich kaufe mal sicherheitshalber noch so ein Schild. So. Weil wir haben ja nachher einen schweren Krieger, der Nithalfs Rüstung tragen kann. Und Nithalfs Rüstung hat, soweit ich weiß, das ist eine imperiale Rüstung. Nein. Da. 18. Das heißt, er sollte Schilde auch auf 18 haben, hoffe ich mal. Das heißt, wir können ihm einen guten Schild verpassen. Nichts hier. Nichts hier. Gut. Das heißt, jetzt geht es daran, die Truhen zu plündern und die Helden auszurüsten und das ganze Zeug, was wir nicht mehr brauchen, zu verkaufen. Das heißt, weg von hier.
Warum auch immer jetzt überall die Charmi-Spawns sind. Ist mir egal.